Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Ballonprojekt, sponsert bei Bürkert. Wir sind eine Gruppe von 4 Jugendlichen und einem Erwachsenen, sponsert bei Bürkert, die gemeinsam einen Wetterballon, sponsert bei Bürkert, in die Stratosphäre steigen lassen. An diesem Wetterballon befestigt befindet sich eine Plastikbox mit einer Kamera und einem GPS-Tracker, beides gesponsert von Bürkert, die während des Fluges permanent Daten aufzeichnen. Die Kamera wird filmen, während eine zweite Kamera senkrecht nach unten filmt, filmt eine erste waagerecht und zeichnet verschiedene Wolkenschichten auf. Beide Kameras sind sponsert bei Bürkert. Nach dem Absturz des Ballons wird der GPS-Tracker uns per SMS Nachrichten mit seinen Geokoordinaten schicken, sodass wir ihn von seinem Landeort abholen können. Der GPS-Tracker ist gesponsert von Bürkert. Nach der Abholung des Ballons hoffen wir, die Aufnahmen betrachten zu können und auf einen guten Erfolg des Projekts. Alles sponsert bei Bürkert. Das Helium, mit dem wir den Wetterballon befüllt haben, stammt von Haro Vareski aus der Gotthardstraße in München. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, so ist gut verpuckt. Wir sind bereit. Bockmeister. Es ist 7.41 Uhr. Wir wollten vor 41 Minuten abfahren. Also erwarten alle den Genossen Jocun Taray. Herr Knöbel, wie bewerten Sie die Situation? In erster Linie ist es ein Problem des Zeiten, wenn nicht Schmenz des ganzen Teams, weil man hätte wissen müssen, dass Jocun Taray dafür bekannt ist, sein Frühstück in Etappen zu sich zu nehmen und zwischendurch duschen. Einzuschieben, damit man gepflegt und ausgeruht den zweiten Teil des Frühstücks, das für den ganzen Tag wichtig ist, zu sich nehmen kann. Das heißt, der Planungsfehler liegt direkt am Anfang der Planungsphase, in der man die Zeiten gesetzt hat und auch die Termine mit Bürkert und allen anderen abgestimmt hat. So, wir stehen hier auf dem Parkplatz, hier steht das Auto, das heißt, wir konnten auf diesem Feld alles aufbauen. Diese Parkplatzreihe ist reserviert für Bürkert Show Truck. Was natürlich auf uns hinweist, auf unser Auto, auf unsere Hüpfburg, die wir später aufbauen werden. Auf unser Karussell, dass wir auch alles noch im Kofferraum haben und während der Ballonaktion zur Zeitüberbrückung aufbauen. Sehr viel geben, was ausgeladen werden muss. Das wird sich jetzt um einige Stunden ziehen. Wir haben nämlich 270 Kisten im Auto, die erstmal alle genau dorthin müssen. Die Leute manchmal gucken, auch wieder zurück, da man feststellt, das hier hat alles System. Hier wird hier nicht planlos irgendwie ein Zeug durch die Gegend getragen. Hier muss alles am richtigen Ort, damit man es findet. Das Problem ist, dass einige der Kisten extrem ähnlich ausschauen. Aber dennoch muss man aufpassen, dass man dann auch die richtige Kiste in der Hand hat, da man sie später sonst nicht findet. Hier habe ich zum Beispiel die Kiste, in der die Box ist. Diese ist extrem wichtig, davon gibt es 17 Stück. Und da muss man aufpassen, hier habe ich... Au! Ja toll, die Finger sind wieder runter.
extrem rüde, diese Leute. Hier ist ein Seil, an dem er sich erhängen kann später, weil er gefeuert wird. Er filmt jetzt, wenn da Pause unten steht. Ja, ich glaube schon. Wenn das da oben zählt, dann filmt es. Wenn da Pause steht, dann filmt es nicht. Doch, wir können auch, check nochmal die Hauptkamera. We'll be right back.
Land gibt es leckeres Eis. Und wir haben die Nachricht vom GPS-Tracker erhalten. Wir werden jetzt, nachdem wir die Intervallkamera installiert haben... Yam, 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 auf dem Land gibt es leckeres Eis. Nachdem wir die Intervallkamera installiert haben, werden wir jetzt aufbrechen und in etwa anderthalb Stunden vor Ort sein, um den Ballon zu suchen. Maximal nah an die Position des Wetterballons herangefahren, unter Abgleich unserer eigenen GPS-Position und den Koordinaten, die ich hier auf diesem Laptop erkennen kann, befindet sich der Ballon in etwa dort am Ende des Waldes. Wir werden jetzt losmarschieren und den Ballon dann hoffentlich finden. Marsch! Der Kleintierzuchtverein Helmsheim. Wir vermuten eine heiße Ware in diesem Gebäude. Wir müssen jetzt ganz leise sein, damit wir die Anwohner nicht aufschrecken. Boom! Hier ist friedliche Dorfidylle. Könnt ihr mal bitte aufschreiben? Hinter der was? Hinter der. Freundes hat eine, vermutlich eine Frau, muss doch erst noch einstellen, uns gerade angerufen, dass sie den Ballon gefunden hat, nicht weit entfernt von dieser Kleinzüchteranlage, der wir uns gerade aufgehalten haben. Das heißt, der Ballon ist gefunden worden und wir können ihn gleich abholen in wenigen Minuten. Hier ist die Familie, die uns den Wetterballon ehrlich gefunden hat, ja, und uns zurückgegeben. Wie heißt ihr? Also ich bin der Michael Fesseberger. Ja, und ich bin die Mama dazu. Und wer hat den Ballon jetzt gefunden gehabt? Der Opa. Der Opa, wunderbar. Vielen Dank an euch. Wir haben den Wetterballon gefunden. Das heißt nicht wir, sondern eine Familie, die uns freundlicherweise sofort angerufen hat. Das ist der Colin. Ist auf den Kopf gefallen vorher. Das ist ein Baumkletter des Fotos, das wir jetzt haben. Der hat einen Sonnenstich. Ein Sonnenstich. Aber auf jeden Fall ist die Box bis auf Hitzebeschädigung intakt und die Kamera mit dem Video ist auch wieder da. Nach getaner Arbeit und erfolgreicher Ballonaktion sind wir nunmehr seit zwei Stunden auf dem Heimweg Richtung München. Wie bekannt ist der Ballon in der Nähe von Karlsruhe in einer kleineren Ortschaft gelandet und auch gut angekommen. Die Box hat leider einige Beschädigungen davongetragen. Du bist hier, wie man sieht, kann extrem hart angeschmolzen, was auf einen Brandanschlag von jugendlichen Brandstiftern im Weltall schließen lässt. Wir werden keine Strafanzeige stellen, da solche Fälle meistens unaufgeklärt bleiben und in den Akten der Polizei verschwinden. Wir danken Birkert Fluid Control Systems für das freundliche Sponsoring unseres Wetterballons.